Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom KünstlerInnenporträt bei Radio Kaktus Münster e.V. Ich habe heute erstmal zwei Studiogäste. Gleich werden wir noch mehr Personen hier empfangen dürfen. Und zwar sprechen wir heute mit Theater Saurüssel. Wollt ihr zwei euch vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Klaus-Dieter Hedwig und ich habe vor etlichen Jahren in einem Workshop diese Theatergruppe gegründet. Ja, mein Name ist Manfred Kerklau, seit vielen Jahren Theatermacher in Münster und seit einigen Jahren auch, seit den 90ern glaube ich schon, in Zusammenarbeit mit Klaus-Dieter, dass wir diese Gerüst-Performance machen. Jetzt hast du gerade das Stichwort Gerüst-Performance schon gesagt. Für die, die es noch nicht kennen, was können wir uns darunter vorstellen? Also es ist nicht klassisches Theater, wie man es kennt, sondern es findet auf einem Gerüst statt. Ja, ich bin von Beruf Bauingenieur und mein Hobby war es immer, im Theaterbereich zu arbeiten. Und dann hatte ich irgendwann mal eine Idee, dass man das gut auch auf dem Gerüst spielen kann, gerade beim Straßentheater, weil dann die Leute alles sehen. Und das haben wir jetzt hier am Domplatz. Dann können wir auf 12 Meter, in 12 Meter Höhe, können die Zuschauer den Domplatz füllen und unsere Performance sich anschauen. Wie funktioniert das denn mit den Schauspielern und SchauspielerInnen? Wenn jeder in einem einzelnen Bereich von diesem Gerüst steht, kann dann überhaupt Interaktion stattfinden? Oder? Also das hat eine eigene Dramaturgie, Gerüsttheater. Im Prinzip ist das ja wie ein großer Setzkasten und die Dramaturgie läuft über das Licht, dass einzelne Felder beleuchtet werden und für den Zuschauer, Zusehenden, der kombiniert die einzelnen Bilder dann zusammen. Also es geht ein Licht an, dann noch ein Licht, dann noch ein Licht, dann sind drei verschiedene Felder beleuchtet und dann gehen die aus und dann geht vielleicht eine Reihe an und letztendlich entsteht die Kommunikation mehr dadurch, dass gleichzeitig die Bilder zu sehen sind. Es gibt auch einzelne kleinere Kontakte zwischen den Feldern mal im Laufe des Stückes, aber erstmal wirkt das Gerüsttheater hauptsächlich durch die einzelnen Bilder und durch diese Dramaturgie, die über das Licht läuft. Aber ich habe das richtig verstanden, dass es nicht sehr viel in jedem Feld parallel ist, sondern eher im Wechsel und dann angeleuchtet wird und die Zuschauenden also wissen, wo es jetzt gerade hingeht und dann wechselt der Blick von oben nach unten. Also es läuft parallel, einzelne Felder, zwischen 1 und 5 Felder werden vielleicht gleichzeitig angestrahlt und das läuft parallel, aber es läuft nicht die ganze Zeit, dass das ganze Gerüst erleuchtet ist. Beziehungsweise es gibt auch Bilder, wo das ganze Gerüst erleuchtet ist und allen Feldern agiert wird. Wir erzeugen die Spannung dadurch, dass wir ein Bild anmachen, das zweite Bild anmachen, das dritte. Da passiert überall was drin. Und dann bin ich als Zuschauer, habe ich schon 3 Punkte, die ich beobachten muss. Und das ist spannend. Und da kommen noch 2 dazu. Wow. Wir schauen auch immer, dass wir politisch oder gesellschaftlich aktuelle Themen aufnehmen. 2017 hatten wir 3 Leute, die gerade aus Syrien geflüchtet waren. 3 junge Männer. Das war für diese Gruppe total wertvoll, mit denen in Kontakt zu kommen. Jetzt haben wir 2 Leute, ein paar aus der Ukraine auf der Bühne und mit denen sind wir seit Januar am Proben. Das ist also auch ein schöner gruppendynamischer Prozess, der dadurch stattfindet. Stichwort Proben, finden die dann auch direkt auf dem Gerüst statt oder erstmal am Boden? Erstmal am Boden, also das Gerüst ist jetzt gerade aufgebaut worden und das können wir ja gar nicht so lange stehen haben. Wir sind seit Anfang des Jahres am Proben und zwar immer so 2-3 Mal im Monat und proben so ebenerdig sozusagen. Das ist ein bisschen schwierig. Man muss sich das so vorstellen, wie das Ganze, wenn die Leute hintereinander stehen, sich dann hochgeklappt wird. Wir proben oft etagenweise und auch erstmal mit kleineren Gruppen. Und jetzt sukzessive werden es dann immer mehr, die gleichzeitig im Proberaum sind. Wir proben jetzt am Sonntag am Gerüst, wo dann wirklich das erste Mal, auch für manche, die erstmalig das Gerüst besteigen und wir das erste Mal das auf dem Gerüst sozusagen sehen. Was spielt ihr denn in diesem Jahr? Also wir haben uns beworben in dem Wissen, dass es 375 Jahre westfälischer Frieden in diesem Jahr gefeiert wird. Und das haben wir auch als Thema genommen für unsere jetzige Produktion. Und dann haben wir mit jedem einzelnen Schauspieler, Schauspielerin Szenen entwickelt. Und wie ist der Titel eures Stücks, ohne zu viel vorwegzunehmen und zu verraten?
Wir haben einen Psalm ausgesucht. Wir nehmen, wenn wir am Dom spielen, immer Psalmen, weil dann der Bischof sagt, spielt, macht das. Ihr dürft in mein Naturstein dübeln. Wir haben den Psalm, der Frieden soll euer ganzes Leben bestimmen, ausgewählt. Und auch da, ohne zu viel vorwegzunehmen, jeder hat wahrscheinlich einen unterschiedlichen Zugang zu diesem großen Thema. Und haben die Schauspielenden dann auch irgendwie die Freiheit, die persönlichen Gedanken zum Thema Frieden irgendwie umzusetzen im Schauspiel? Oder gibt es einen allgemeinen Rahmen, ein Skript, das vorher feststeht, wo sich jeder dran hält? Also wie ist da die Individualität im Stück gegeben? Also wir entwickeln die Stücke eigentlich mit den Spielerinnen zusammen, dass es einen Themenvorschlag gibt von uns und das gucken wir, was verbindet der Einzelne damit? Und es kann eben sehr persönliche Sachen sein. Manchmal sind es auch Assoziationen oder Bilder, die jemand hat, die vielleicht erstmal so gar nicht naheliegend sind, wenn man das sieht. Und dann wird so Stück für Stück so eine Szene entwickelt. Das sind ja einmal einzelne Bilder, die man von der gleichen Person sieht, die nach und nach auftauchen. Und wir versuchen das eben so als gesamtes, rundes Bild dann zu machen. Aber es sind schon einzelne Geschichten, denen man so folgt. Das ist ein riesiges Repertoire, was wir haben, wenn 24 Leute sich über Frieden Gedanken machen und dann mit diesen verschiedenen Ideen das zusammen zu setzen in den Proben, ist eine Vielfalt von Möglichkeiten, die wir dann haben. Also wir das ist bewusst unsere Arbeitsweise, die Mitwirkenden machen Vorschläge und dann erarbeiten wir das mit denen und dann wird das zusammengesetzt mit Licht, mit Musik. Dann entsteht ein Kunstwerk. Wenn jemand mitmachen möchte, besteht die Möglichkeit einzusteigen, zu sagen, ich wäre total gerne beim nächsten Mal dabei auf dem Gerüst? Gerne, immer melden. Bei wem kann man sich melden? Also wo findet man euch am besten? Wo sind die Kontaktdaten zu finden? Wie kommt man auf euch zu? Über deine? Meine Website. www.makelab.de. Da gibt es eine Kontaktseite und da wird auch hingewiesen auf diese Aufführung. Was ich noch sagen möchte, ist, was auch ein wichtiger Teil ist, Bühne ist eben das Gerüst mit dem Hintergrund, der von der Künstlerin auch gestaltet ist, Ruth Bisping. Aber ganz wichtig, da es ja wirklich für jede einzelne Person eine kleine Bühne ist, ist das Kostüm. Und Heike Hedwig hat die ganzen Kostüme auch gestaltet und in Zusammenarbeit auch mit den Mitspielerinnen ausgesucht und das ist schon sehr wichtig, weil das ist wirklich Teil des Bühnenbildes, diese Kostüme. Macht sie das jedes Mal? Hat sie jetzt jedes Mal gemacht, ja. Das ist meine Frau, die macht jedes Mal mit. Ja, spannend, wie viel da wirklich hintersteckt. Nicht nur die Schauspielenden, das Kostüm, das Licht und alles. Könnte euch das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen oder macht ihr das? Okay, ihr macht das weil nicht bei jedem Wetter. Weil niemand kommt. Oder wenig. Aber ihr dürftet schon spielen? Ihr wärt trotzdem auf dem Gerüst? Würden nicht spielen, wenn es Gewitter gibt. Aber wenn es regnet, macht das den Schauspielern nicht so viel, weil die haben ja diese Gerüstlagen über sich. Aber die Zuschauer gehen dann lieber ins Marktcafé. Oder stehen mit Schirm. Das hatten wir auch schon. Also wenn es ein bisschen regnet, geht's. Wenn es stürmt, geht's auch nicht. Also, aber wir sind ganz optimistisch, bisher hat es immer geklappt. Es hat jetzt lange genug geregnet. Jetzt wird es in 2 Wochen wohl nicht nochmal regnen. Toi, 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 wir klopfen auf Holz. Ja. Zum Schluss noch die Frage, was ist so euer Ziel, eure Botschaft als Gerüsttheater? Warum sollte man sich so eine Performance nicht entgehen lassen? Was ist das Besondere? Also das Besondere ist, ich habe Lust, die Leute zu verzaubern. Die kommen da hin und gucken und am Ende kommen die und sagen, ey, das war so schön, das hat uns so gefallen und jetzt in vielerlei Hinsicht, also rühren, das wäre schön, wenn wir die Leute rühren. Und was uns auch wichtig ist, also der Domplatz ist eben ein offener Platz, es muss kein Eintritt gezahlt werden, es kann jeder vorbeikommen und gucken, also dass es da keine Barrieren gibt, erstmal dahin zu kommen. Und wir freuen uns natürlich über Spenden hinterher, aber erstmal finde ich, ist Theater Saurus halt sehr wichtig, dass es für jeden zugänglich ist und man kann einfach von überall auch gut sehen. Das ist hoch in der Luft und selbst wenn man im Rollstuhl sitzt und
vor allem stehen Leute, kann man trotzdem über die anderen Leute rüber hinweg gucken. Und deswegen, das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich auch. Schönes Konzept. Danke euch. Dann bitten wir jetzt gleich noch die Mitmachenden rein. So, ich habe es ja eben schon angekündigt. Nachdem so die Macher hinter dem Gerüsttheater Saurüssel bei mir saßen, habe ich jetzt hier drei Mitwirkende. Wollt ihr euch vielleicht auch erstmal kurz selber persönlich vorstellen, der Reihe nach? Ja, also ich heiße Anja und ich bin jetzt das zweite Mal beim Gerüsttheater dabei. Aber ich habe schon langjährige Erfahrung im Theater. Also ich habe schon länger spiele ich Theater, Manfred kenne ich daher und so bin ich dazu gekommen. Ja, ich bin Eva, ich bin das dritte Mal jetzt dabei, also auf dem Gerüst und habe vorher ja hin und wieder immer mal bei irgendwelchen Theaterprojekten mitgemacht. Aber wie gesagt, also dass es aufs Gerüst geht, das ist jetzt für mich das dritte Mal. Ich bin Kato, ich bin ganz neu beim Gerüsttheater auf jeden Fall. Habe sonst so alle möglichen kleineren Projekte schon mal mitgemacht. Also es ist jetzt nicht mein allererstes Mal auf der Bühne, sage ich mal, aber auf jeden Fall das erste Mal auf dem Gerüst. Bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ihr beide kennt es also schon. Es ist jetzt nicht ganz neu für euch, da oben zu stehen. Deswegen frage ich direkt Kato, wie sind deine Gefühle jetzt davor? Du hast vielleicht ja auch schon vorher Produktionen gesehen. Wir von Radio Kaktus haben vor 2 Jahren, glaube ich, jetzt will ich nicht lügen, auch mal eine Premiere mitgefilmt. Also man kann es auch online sich mal angucken. Hast du das vielleicht vorher schon mal gesehen oder wird das jetzt wirklich so ein ganz kalter Start für dich? Ja, ich habe beim letzten Mal so als, ich sag mal, Corona-Ordner irgendwie unten dabei und habe es quasi von unten mit gesehen. Da fand ich auf jeden Fall so das Konzept mit und das Bild, was daraus entsteht, so dieses, nichts Falsches sagen, vertikale Theater. ja, total toll und genau, dementsprechend freue ich mich einfach darauf. Ich bin ein bisschen gespannt. Ich bin noch relativ weit unten auf dem Theater. Ist ganz gut, kann ich mich vielleicht erstmal rantasten, dann die nächsten Male höher klettern. Genau. Guter Punkt. Also seid ihr alle auf sehr verschiedenen Ebenen? Das wird ja wahrscheinlich im Vorfeld direkt festgelegt, wer welches Feld bekommt. Ne? Wird zwischen euch Interaktion stattfinden? Oder? Ja, ich bin auf Ebene 1, weil ich habe wirklich total Höhenangst. Insofern habe ich mir eigentlich immer vorgenommen, beim nächsten Mal gehst du mal eine Ebene höher oder bin dann halt so bei den Proben auch mal jetzt zumindest eine Ebene höher gegangen, aber irgendwie bin ich dann doch wieder zum Spielen auf die erste Ebene und ich habe ein bisschen Aktion, also Interaktion mit meinem Nachbar. Ich glaube, so viel kann ich ruhig verraten. Genau. Und ich habe aber auch das Gefühl, selbst wenn das jetzt nicht so in der Szene vielleicht mit eingebaut ist, dass man doch auf jeden Fall auch von den anderen viel spürt und ein bisschen wackelt das Gerüst auch immer, wenn da Bewegung ist. Also insofern habe ich das Gefühl, es ist ganz schön, dass man schon, auch wenn man die anderen nicht unbedingt sieht, doch mitkriegt, dass man da als Gruppe draufsteht. Mhm. Ja, total spannend, dass du das machst, trotz Höhenangst. was ist für euch oder jetzt für dich und dann für euch denn das Besondere daran, das auf einem Gerüst zu spielen? Also wieso wagt ihr das und sagt, es ist nochmal was anderes, als auf einer Bühne zu stehen? Was macht das für euch aus? Also ich fand es für mich so spannend, weil mich auch so ein bisschen mehr an Straßentheater erinnert und das fand ich einfach mal spannend mitzumachen, weil ich sonst eher so klassisch dann auf der Bühne irgendwie gespielt habe. Es ist zum einen auch ganz praktisch, weil man nicht viel Text lernen muss, also gar keinen. Es ist eine ganz andere Spielweise, finde ich. Man muss halt viel größer spielen. Und ich finde aber dieses ganze Konzept mit dem Licht und wie vorhin schon gesagt wurde, mit den Kostümen, die Musik trägt unheimlich. Also es macht total viel Spaß zu spielen. Ja. Wie ist das total für dich? Du warst ja auch schon dabei. Ja, und man bekommt die anderen auf jeden Fall mit. Auch vorher ist man natürlich auch sehr inter. Ne? Und es ist immer eine ganz tolle Atmosphäre auch untereinander. Ja, du meintest eben, man merkt schon auch, das Gerüst bewegt sich so ein bisschen. Aber sonst stelle ich mir das so vor, auf derselben Ebene hat man ja dann links und rechts, es sei denn, man ist am Rand, dann hat man nur auf einer Seite noch einen Mitspielenden. Ist das nicht auch irgendwie ein komisches Gefühl zu wissen, oben und unten sind vielleicht gerade noch andere und ich sehe sie nicht? Vergisst man da vielleicht auch manchmal den eigenen Part, weil man sich eigentlich an den anderen orientiert so ein bisschen? Oder ist das Übungssache? Ja, also man muss sowieso die ganze Zeit präsent sein, weil man nie genau weiß, wann das Licht angeht. Das heißt, man muss so seinen
seine Geschichte erzählen, auch wenn es dunkel ist, weil kann ja plötzlich das Licht erstrahlen und man ist mitten im Mittelpunkt. Und von daher, man bekommt auf jeden Fall mit, was die anderen machen um einen herum. Aber man ist auch sehr wachsam und bei sich. Mhm. Und ich finde, die Musik trägt einen auch, ja, auch ziemlich. Also, dass man ja einfach das mit der Zeit dann auch mitkriegt und weiß so anhand der Musik, dass man dann den Ablauf im Kopf hat und eigentlich deswegen, glaube ich, da weniger rauskommt, weil man denkt, oh, warum hopsen die jetzt über mir oder so. Ich glaube, das also ist weniger. Mhm. Ich nenne nochmal den Titel vom diesjährigen Stück: Und der Frieden soll euer ganzes Leben bestimmen. Als ihr das erste Mal davon gehört habt, worum es jetzt dieses Jahr geht, was habt ihr euch darunter vorgestellt oder wie ist euer Zugang zum Thema Frieden? Also ich war erstmal nicht irritiert, aber ich habe da wirklich, ich habe mich schwer getan mit dieser Frage, wo ist Frieden, wo finde ich meinen Frieden, weil in der derzeitigen Situation finde ich das total schwer und ich habe so irgendwie diesen Impuls, ich möchte weglaufen, ich möchte dagegen was tun aktiv, ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin verzweifelt. Also es ist so ein großer Pulk an Emotionen. Deswegen, für mich ist es so, dass ich immer wieder auf der Suche bin quasi nach dem Frieden und der kann auch immer mal anders aussehen. Wie ist das für euch? Ich glaube, ich habe meine erste Assoziation dazu waren nicht zwingend so, dass man daraus ein aktiveres Theaterstück, eine Performance machen könnte, weil Frieden für mich sehr, sehr, sehr ruhig konnotiert ist und ich irgendwie am Anfang mir gar nicht vorstellen konnte, wie man das richtig erzählen kann. Aber das, was ich jetzt bisher mitbekommen habe, haben wir, glaube ich, da ganz gute Zugänge zu gefunden, weil wir auch eben so viele verschiedene Perspektiven darauf haben. Ich finde, es ist halt eine sehr persönliche Beschäftigung, glaube ich, von allen, die mitwirken irgendwie damit. Ja, vielleicht geht es auch gar nicht so sehr darum, das darzustellen, was Frieden ist, sondern auch so ein bisschen dazu einzuladen, dass Menschen sich selbst mit ihrem Frieden, ihren Wegen, Frieden zu finden, vielleicht auseinandersetzen können. Also eigentlich kann ich mich da sehr anschließen. Also ich hatte so das Gefühl, ich glaube, mich hat das Thema eher so ein bisschen gehemmt, einfach aufgrund der aktuellen Situation. Und ich meine, dass am Anfang auch wirklich auch emotional sehr aufgewühlte Diskussionen auch gab. Und das finde ich sehr schön, dass ich das Gefühl habe, dass sich da alle doch sehr frei gespielt haben, in dem Sinne wirklich zu gucken, wie fühle ich das für mich. Und das ist okay. Und gerade auch, was du sagtest, wie toll das ist, dass so viele unterschiedliche Bilder dazu entstanden sind und dass es nicht um richtig oder falsch geht, sondern um meinen Bezug und dass das rund macht. Und das finde ich sehr spannend. So, ja. Genau. Und trotzdem kann man immer noch dem Publikum irgendwie was, ja, ich will nicht sagen vermitteln, aber das ist ja auch viel Interpretationsspielraum, was wir darstellen. Und so kann jeder für sich selbst schauen, ja, das ist eine gute Art, damit umzugehen oder das ist ein guter Zugang oder das passt überhaupt nicht. Aber jeder hat ja auch so für sich seine Interpretation mit, was er sieht und wie er das aufnimmt, wahrnimmt. Was wünscht ihr euch jetzt von euren Auftritten, außer dass es nicht regnet? Was ist so eure Hoffnung, die mit dem Theaterspielen vielleicht auch generell verbunden ist? Dass das Menschen berührt. Also vor zwei Jahren, als wir gespielt haben, sagte eine Freundin zu mir, sie musste beim Schlussbild oder so, sie musste weinen. Das hat was mit ihr gemacht, so. Und muss nicht gleich jeder weinen, aber dass das so ein bisschen das Herz berührt, wie auch immer, das wäre toll, wenn man damit Menschen erreicht und die berührt und auch ein gutes Gefühl gibt. Ja, ich finde es schön, einfach, ja, klar, wenn es nicht regnet, wenn viele Menschen kommen, das finde ich, macht auch nochmal ganz viel aus fürs Spielen. Und ich fand spannend, nachher in Gesprächen so zu hören, was die einzelnen ZuschauerInnen gesehen haben, wie unterschiedlich das ist. Und wenn das einfach so dazu anregt, mit einer Freude zuzugucken und zu entdecken und gar nicht den Stress zu haben, oh, habe ich jetzt alles gesehen? Was wolltet ihr denn sagen? Habe ich das Stück verstanden? Sondern wenn es einfach so ein Eintauchen da drin ist und wenn es einfach nur kurze Momente sind, die
die berühren, die Freude machen oder zum Nachdenken anregen, ganz egal was, das fände ich schön. Es gibt ja auch mehrere Termine, also es hört sich wirklich nach einem Stück ein, was dazu einlädt. Gerade ist es auch kostenlos. Man kann öfter kommen und dann mal vielleicht den Fokus auf andere Gerüstfelder legen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen dabei, dass man nicht müde wird, sich das auch häufiger mal anzusehen so, und Neues entdecken kann. Und auch, also ich finde es auch sehr, sehr schön, dass es eben öffentlich ist und nicht, ich sag mal, in einem verschlossenen Theatersaal, wo man darauf aufmerksam werden muss, im Vorhinein dann bewusst dahin gehen muss, sondern dass Leute auch einfach, wenn sie am Domplatz vorbeilaufen und wir spielen gerade, das sehen können, darauf aufmerksam werden können und sich dann vielleicht auch nochmal entscheiden können, wenn sie es nicht ganz gesehen haben, dann nochmal bewusst hinzugehen, nochmal ganz von vorne alles mitzunehmen. Ja, auch einfach so dieser öffentliche Ort nochmal so einen ganz anderen Charakter kriegt vielleicht und da viel mehr Leute vielleicht eingeladen werden können, sich damit zu beschäftigen. Nehmen wir das als schönes Schlusswort.